Hier ist eine Überraschung für Mrs. Gonzales. Manchmal ist mehr als nur Essen im Kühlschrank. Frau Gonzales arbeitet an einem neuen Menü für ihre Haustiere. Aber diese Einhörner lenken sie immer wieder ab. Hey, lasst mich in Ruhe arbeiten! Und hier ist ein neuer Leckerbissen. Ein riesiger Donut. Füg gelbe Lebensmittelfarbe zu 500 Gramm süßem Hefeteig hinzu. Formt dann einen großen Donut und backt es für 20 Minuten bei 150 Grad. Schmelz jetzt 100 Gramm weiße Schokolade mit 50 Gramm warmer Sahne. Schmelz danach 150 Gramm Marshmallows in der Mikrowelle. Misch die Schokolade und die Marshmallows. Und füg hellgrüne Lebensmittelfarbe hinzu. Trag die farbige Glasur auf den fertigen Donut auf. Und dekoriert noch den Donut mit bunt glasierten Erdnüssen. Hey Einhörner, ich habe etwas Leckeres. Und hier ist unser Regenbogeneinhorn. Sie ist immer auf der Suche nach leckeren, bunten Süßigkeiten. Wo ist Sandy? Ich habe spezielle Mini-Donuts für sie. Teilt den Hefeteig in zwei Teile, fügt blaue und lila Lebensmittelfarbe hinzu und rollt den Teig aus. Schneidet dann Kreise aus und formt Mini-Donuts. Bratet sie für 10 bis 15 Sekunden auf jeder Seite. Legt die fertigen Donuts auf ein Papiertuch, damit das Fett abtropfen kann. Fügt dann 30 Gramm weiche Butter und blaue Lebensmittelfarbe zu 50 Gramm dunkler Schokolade hinzu. Stellt es dann für 40 Sekunden in die Mikrowelle. Macht auf die gleiche Weise aus weißer Schokolade schwarze und blaue Glasur. Wartet, bis die Donuts abgekühlt sind und taucht sie in die Glasur. Gebt noch Streusel darüber und dekorative Glasur aus Ziploc-Beuteln. Unser Einhorn liebt Donuts. Sogar die Kleinen. Wie kann sie da widerstehen? Nein, die sind nicht für dich. Aber ich will nur ein bisschen. Das schmeckt so gut. Einhorn, hör auf, bevor es zu spät ist. Was hast du getan, du hungriges kleines Einhorn? Ich habe die für Sandy gemacht. Du magst doch keine düsteren Farben. Wie konntest du das tun? Und hier ist Sandy. Gott sei Dank. Ich habe immer noch einen Leckerbissen für sie. Das ist ein XXL Reese's für ein besonderes Einhorn. Schmelz drei Schokoladensorten. Deck den Boden der Form mit der dunklen Schokolade ab. Und wartet, bis es aushärtet. Trag die farbige Schokolade abwechselnd am Rand auf. Bestreich dann die gesamte Form mit dunkler Schokolade. Und lass es aushärten. Zerbröckelt jetzt 200 Gramm gesalzene Cracker. Fügt auch 100 Gramm Puderzucker hinzu. Und auch 200 Gramm Erdnussbutter. Legt die Füllung in die Süßigkeit. Fügt eine Schicht Schokolade hinzu. Und bestreut es mit bunten Schokoladenstückchen. Nehmt die Süßigkeiten heraus und schneidet die Ränder ab, wenn die Schokolade vollständig ausgehärtet ist.
Bedeckt beide Etikettseiten mit durchsichtigem Klebeband. Befestigt dann das Paket mit doppelseitigem Klebeband und legt die große Süßigkeit hinein. Lecker! Mrs. Gonzales hat auch Reese's für das Regenbogeneinhorn gemacht. Nur, dass es so winzig ist. Verpackt in die verschiedenfarbige Schokolade. Tragt Schokoladentropfen auf den Boden einer Mini-Cupcake-Form auf. Und gebt Erdnussbutter hinein, wenn die Schokolade ausgehärtet ist. Tragt dann wieder Schokoladentropfen auf und lasst es aushärten. Deckt das Etikett mit durchsichtigem Klebeband ab. Legt 3 Schokoladenbonbons in die Verpackung. Hey, das ist so unfair! Warum ist meine Süßigkeit so klein? Und Sandys Süßigkeit ist riesig! Das ist ungerecht! Ich will deine Süßigkeit! Auf keinen Fall! Das gehört mir! Das Einhorn träumt. Ah, was für ein glückliches Leben. Alles macht so viel Spaß. Und Frau Gonzales mag nur mich. Und hier ist auch schon mein Geschenk. Es ist ein riesiger Hershey-Kuss. Legt einen großen Trichter in einen Becher. Deckt das Loch mit einer Plastikkugel ab. Tragt dann eine blaue und rosa Glasur auf. Und formt Streifen. Fügt blaue Lebensmittelfarbe zur geschmolzenen dunklen Schokolade hinzu. Färbt die Seiten des Trichters. Und fügt Butter zum Rest der blauen und rosa Glasur hinzu. Bedeckt dann Schokopops mit dem Zuckerguss. Legt die Schokopops in Schichten hinein. Und bedeckt den Boden mit dunkler Schokolade. Lasst es dann aushärten. Entfernt die Riesensüßigkeit und formt die Spitze. Wickelt jetzt die Süßigkeit in Folie ein und klebt ein ausgedrucktes Logo oben an. Verziert es dann mit Sternen. Was für eine Riesensüßigkeit! Und die ist nur für mich? Okay, Mrs. Gonzales, du kriegst auch etwas ab. Aber das war nur ein Traum. Leider ist es nicht echt. Im wirklichen Leben bekommt das Einhorn kleinere Hershey's. Schmelzt Schokolade in verschiedenen Farben. Zerkleinert dann Haselnüsse. Tragt einen Tropfen Schokolade auf Backpapier auf. Und legt ein Stück Haselnuss darauf. Und fügt mehrfarbige Schokolade hinzu. Formt jetzt eine Mini-Regenbogensüßigkeit. Und wickelt sie in Folie ein. Bringt dann Mini-Etiketten an und befestigt eine bedruckte Mini-Packung. Legt jetzt die Süßigkeiten hinein. Diese Pralinen sind so winzig, aber sie sind trotzdem lecker. Unsere Einhörner streiten sich.
Aber Frau González will, dass Sie sich versöhnen. Hier bitte! Ein riesiger Oreo-Keks für unser Regenbogeneinhorn. Bringt durchsichtiges Plastik an einer großen Oreo-Schablone an. Füllt die Lücken mit Heißkleber. Mischt jetzt 3 Eier und 150 Gramm Zucker. Gebt auch einen halben Teelöffel Salz hinzu und fügt 150 Gramm geschmolzene Butter hinzu. Mischt es dann mit einem Schneebesen und fügt auch 200 Gramm Mehl hinzu. Formt dann den Teig und teilt es in 2 Teile und fügt danach Lebensmittelfarben hinzu. Knetet es dann und rollt es aus und schneidet einen Kreis aus. Macht einen Abdruck mit dem Oreo-Stempel und backt es für 20 Minuten bei 150 Grad. Vermischt 100 Gramm weiße Schokolade und 100 Milliliter Sahne. Verrührt es, bis die Glasur schmilzt. Und mixt es dann. Teilt es dann auf und fügt jeweils eine andere Lebensmittelfarbe hinzu. Tragt die Mischung auf den Keks auf und breitet es mit einer Gabel aus. Bedeckt es mit der anderen Kekshälfte. Da mein Oreo so groß ist, muss Sandys Oreo gigantisch sein. Aber diesmal bekommt Sandy Mini-Cake-Pops. Das ist fair. Zerkleinert 100 Gramm Schoko-Brownies und fügt 50 Gramm geschmolzene Schokolade hinzu und 200 Milliliter warme Sahne. Formt es dann zu Kugeln. Taucht dünne Strohhalmhälften in geschmolzene Glasur und steckt sie in die Kugeln. Taucht die Kugeln in die farbige Glasur und fügt Streusel hinzu. Die sind aber klein. Tja, diesmal hat das Einhorn Glück gehabt. Sandy ist enttäuscht. Und das Regenbogeneinhorn will alle Süßigkeiten essen. Hört auf, euch zu streiten. Frau González ist sauer. Das kann dauern. Es sieht so aus, als wären die Einhörner zu weit gegangen. Sie müssen es wieder gut machen. Mischt 150 Gramm Zucker, ein Ei, 50 Gramm geschmolzene Butter und 50 Milliliter Milch. Fügt auch 150 Gramm Mehl hinzu und einen halben Teelöffel Backpulver. Teilt den Teig dann auf und fügt rosa und lila Lebensmittelfarbe hinzu. Füllt jetzt eine Mini-Cupcake-Form mit dem Teig und backt alles für 15 Minuten bei 150 Grad. Mixt jetzt 150 Gramm Sahne und fügt Lebensmittelfarbe hinzu. Tragt den farbigen Zuckerguss auf die Cupcakes auf und fügt Streusel hinzu. Überraschung! Das sind Mini-Cupcakes, damit wir uns alle wieder vertragen. Gemischt mit allen Farben. Los, probier es. Und wir werden uns nie wieder streiten. Wie fandet ihr unsere süßen Einhornrezepte? Schreibt uns, ob ihr lieber XXL oder Mini-Süßigkeiten essen würdet. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.